Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Oh mein Gott, er macht ein neues Let's Play. Nein, nicht schon wieder. Er muss doch erstmal irgendwas abschließen. Nein, herzlich willkommen zu Let's Play Banished. Und zu diesem Spiel muss ich sagen, das muss ich einfach spielen. Da freue ich mich schon viel zu lange drauf. Seit einem Dreivierteljahr, um genau zu sein, oder um relativ... So, in diese Richtung geht es. Das war Spätsommer oder Sommer letzten Jahres 2013 und seitdem bin ich von diesem Spiel so gehypt, weil ich es einfach genial finde. Also man könnte jetzt bezeichnen als, ist halt ein Aufbauspiel, erinnert so mich irgendwie sehr stark an Settlement Project und... Man könnte auch ein bisschen sagen, es ist wie Stronghold ohne Krieg. Ja, und ohne Kämpfe. Mal vom Kampf ums Überleben abgesehen. Denn wenn in Stronghold mal alle deine Leute sterben, dann ist das nicht so schlimm, weil du kannst nicht sterben, ohne dass jetzt jemand auf dich einprügelt. Da wirbt man dann, da reißt man ein bisschen was ab, wirbt ein paar neue Leute an. Da geht das schon einigermaßen. Aber hier, wenn keine Leute mehr übrig sind, oder nur noch einer, dann hat man ein sehr großes Problem. Ja, wie gesagt, ist ein Survival, ist ein Städtebau-Survival. Das hört sich so komisch an, aber es ist es irgendwie. Und wir starten natürlich ein neues Spiel. Yonker Villa. Was bietet der uns für schöne Stadtnamen an? Fostenwick, Mekeo, Arimony, Anadota, Ophia. Wir könnten Sophia nehmen. Nein. Wir nehmen Twegen. Wer? Weshalb? Das werde ich euch wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch offenbaren. Das sind alles Zahlen, hä? Huh? Ja, nehmen wir einfach irgendwas. Irgendwas mit einer 7 vorne. Da. Da sind sogar eine ganze Menge 7 drin. Terrain-Typ gibt's Valleys und Mountains. Vielleicht fange ich, wenn wir hier versagen, noch Mountains an, weil Mountains soll, glaube ich, noch ein Stück härter sein als Valleys. Valleys sind halt Täler und Mountains sind Berge, Hügel. Und ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass da Mountains vielleicht noch ein Stück härter ist. Terrain Size Medium, wir nehmen mal Large, eine schöne große Karte. Klima ist fair, man kann auch mild oder hart nehmen, nehmen wir erstmal fair. Disasters mache ich auch mal oft, das ist dann vielleicht auch noch was für Mountains, das ist dann, wenn ich dann ordentlich und gut spielen kann, ist dann vielleicht mal Mountains und Harsh und On und Hard. Genau, das sind die Start Conditions. Und was ist denn hier? Also hier. A moderate game begins with. Also so ein Medium-Spiel beginnt mit 5 Familien. Und so weiter. Some seeds for fields and orchards are available. Okay, also da ist ein bisschen was verfügbar. Dann einfaches Spiel beginnt hier mit einem großen Vorrat an allem Möglichen. Oh, hier sind die Heim, die Häuser sogar schon gebaut. Und Hart. Hart sind nur, beginnt man nur mit 4 Familien. Also ich glaube, das müssten dann 8 Leute plus Kinder sein. A small amount of clothing, food, firewood and tools. No seeds for farming. No seeds for farming are available. Naja. Das ist dann vielleicht mal was für später. Also ich hoffe, ich nehme an, dass das... Ich hoffe, dass was für später ist. Ja. Dieses Spiel hier wird, mal abgesehen von heute, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das schaffe... Also, ihr könnt mir dann verraten, ob ich es geschafft habe. Jetzt täglich kommen. Und zwar
Wird es jetzt so sein, dass jedes Spiel quasi eine Priorität oder immer die Projekte Priorität A oder Priorität B sind? Und oder ich habe noch keine Ahnung, wie ich das selber bezeichnen will. Aber halt ein Spiel, was eine höhere Priorität hat, egal wie die Bezeichnung ist, das kommt halt jetzt, das kommt zwar später um 19:30 Uhr. Also 18:30 Uhr wird es in Zukunft, wird jetzt die Videos so weiterkommen, wie sie aktuell kommen. Und wenn sie so weiterkommen, wie sie aktuell kommen, und dann das Weitere. Und dann um 19:30 Uhr kommt sozusagen immer ein aktuelles ein dringliches Projekt oder eins halt mit einer höheren Priorität, aus was für einem Grund auch immer. Ob es nun Banished ist, wo ich einfach was gerade halt aktuell ist und wo ich Bock hab und Lust hab, das zu zocken. Oder ob es Game of Thrones ist, was ich ja irgendwann dann mal abschließen sollte. Ja, wir können uns hier mal ein bisschen umschauen. Oh ja, wir haben hier einen sehr großen See. Hier, ihr seht schon, das ist eine recht große Welt. Man kann ja auch eine Karte anmachen. Da kann man das recht gut sehen. Und wir sind wir hier ganz drüben? Nein, jetzt habe ich gerade verloren, wo wir sind. Wir waren hier bei diesem See, genau. Genau, ein See mit einem Fluss verbunden. Hier ist ein großer See mit einem großen Fluss verbunden. Nur an so einem großen Fluss kann man zum Beispiel Händler bauen. Oh, zählt das? Zählt das? Zählt das? Das ist ja knapp. Aber auf jeden Fall finde ich, wir sind hier an diesem See eigentlich schon nicht schlecht. Da kann man schön auch Fischerhütten bauen und so weiter. Dann unsere Hauptrohstoffe hier in Banished ist Holz, Stein und Eisen. Und Nahrung, natürlich. Selbstverständlich Nahrung. Wir sind hier ein bisschen zumindest abgeschnitten, weil hier diese beiden Hügel sind. Und hier Wasser. Das ist natürlich hier wegen Fischerhütten hier ganz gut, aber für hier oben ist das nicht ganz so toll. Aber ich nehme an, wir kommen hier rum. Das müsste zu machen sein. Aber wir haben ja eine sehr große Map. Wir können also eine ganze Menge bauen. Außer wir sterben vorher, weil das ist mir mit meiner letzten Map gerade passiert. So, dann ein wichtiger Bildschirm haben wir hier. Hier wird quasi sämtliche wichtigen Informationen. Wir haben genau 5 Familien, 10 Einwohner, und dann sind 6 Kinder dabei. Das Wichtigste, aber von allen Ressourcen in Anführungsstrichen, sind die Arbeiter, die wir hier. Die lege ich mir mal hier oben. Ja, ich weiß, Gronkh. Wer das Let's Play da von Gronkh vielleicht schon mal die erste Folge gesehen hat, der legt das auch hier hoch. Aber ich finde das so ganz übersichtlich. Das hier, das dort. Das sieht man immer. Ja, so müssen wir zuweisen. Es gibt eben diese normalen Arbeiter und dann eben Builder, die eben alles Mögliche bauen. Gebäude, Brücken, Straßen, alles. Und dann die einzelnen Berufe. Die werden wir mit der Zeit hoffentlich alle kennenlernen. Also wir sterben. Das ist. Und die Arbeiter sind halt die, die alles grundlegend abbauen. So. Das Erste, was wir brauchen, ist natürlich hier, da, 16. 16 haben kein Haus, keine Wohnung. Das Erste, was wir brauchen, ist ein Boardinghaus. Das ist eben, ja. Das ist eben wichtig, damit alle unsere Leute hier. Eben einen Platz zum Schlafen haben. So, jetzt müssen die hier die Rohstoffe ranbringen. Und jetzt bringen die hier die Rohstoffe ran und dann kann das auch schon losgehen. Ich veranlasse dann auch. Ja, wir brauchen hier 4 Bilder für. Ich veranlasse dann auch schon mal eine erste Straße hier lang zu bauen. Deinen ersten Weg. Einfach, ich mache das mit den Straßenbauen schon sehr früh, einfach der Übersichtlichkeit halber. Weil sonst stelle ich mir es auch schwer vor, dann, wenn die Gebäude hier gebaut, einmal gebaut sind, dort dann
irgendwas hinzumachen. Es ist Early Spring und es fängt, und wir sehen gleich mal etwas sehr Schönes hier. In Banished, es fängt an zu schneien. Ja, aber es ist das halt im frühen Frühling. Keine Ahnung, früher Frühling, März oder so. Ja, ich habe da übrigens geschafft, hier die, man kann diese Gradanzahl zuerst bei, standardmäßig ist das auf Fahrenheit, auf Grad Fahrenheit gestellt. Ich habe es auf Grad Celsius umgestellt. Ja, wir haben also aktuell 1 Grad Celsius. Unsere Leute frieren sich aktuell quasi den Arsch ab. Hier unsere Worker bauen das und wir geben derweil schon mal, wir können hier den Auftrag geben, quasi die Ressourcen, die hier sind, abzubauen. Dann nehmen wir doch einmal diesen Bereich. Bauen alles, was hier an Ressourcen sind, ab. Das kann jetzt eine sehr, weil das kann jetzt eine Weile dauern, aber das ist nicht schlimm. So. Dann brauchen wir auch erste Nahrung. Die Nahrungsgebäude sind hier. Und dann nehmen wir am besten einen Gazer, was hat. Das ist quasi ein Sammler. Baut man am besten in den Wald. In den tiefen Wald. Und dort sammelt der halt Zeug. Am besten ist es da natürlich auch gut, da, dass da dann irgendwie auch mal irgendwann mal eine Straße entsteht. Baue ich das jetzt schon? Darüber bin ich mir gerade unschlüssig. Nein, ich glaube, ich fange erstmal standardmäßig mit dem Feld an. Davon kann man zumindest die ersten Jahre gut leben, wo man sich dann mal etwas anderes spezialisiert. Das Feld. Oh, unser Home ist fertig. So, und schon haben wir keine Obdachlosen mehr. Hier machen wir mal hier so ein Crop Field. 14 mal 7. Was wir haben noch. Ah nein, hier. Wir können Bohnen und Kürbisse anbauen. Bauen wir doch. Wer mag schon Bohnen? Okay, ich. Ich mag Bohnen lieber als Kürbisse. Bauen wir Bohnen an. So, jetzt müssen wir hier noch 2 Farmer zuweisen. Und es pisst natürlich. So, aktuell haben wir ja hier noch eine ganze Menge Worker, die da alles Mögliche für uns machen. Boah, ein Pisswetter, ganz ehrlich. Pisswetter von Zwegen wäre. Schrecklich sowas. Schrecklich. So. Es nimmt konstant mit 60 Frames per Second auf. Das finde ich sehr gut. Und die erste Folge mache ich mal ein bisschen länger. So. So, dann. Nee, Homes und Housing machen wir mal nicht. Ansonsten, es gibt hier halt eine ganze Menge, die man ja auch machen kann. Ich meine, das mal nachher bevor. Man kann halt dann auch für, es gibt ja diese großen Häuser, diese Gemeinschaftshäuser, die haben, wo man am Anfang unbedingt eins braucht. Und dann später, hier für den Hauptbereich, also den Startbereich, und dann später ist es eigentlich eine gute Idee für die einzelnen Bewohner oder die einzelnen Bereiche, wo Gebäude entstehen, quasi denen ihre Häuser auszugliedern. Und dann quasi hier die Holzhäuser und Steinhäuser zu bauen. Hier können Straßen entstehen, die normalen Dirt Roads und Steinstraßen.
ja, sind halt schneller, wie weil auf Stein ist man besser. Dann kann man hier Holzbrücken bauen und Tunnel. Finde ich auch ganz cool, dass man das bauen kann. Sonst, ja. Und hier gibt es auch was, hier eine Storage Barn haben wir ja hier. Dann Stockpile, ein Markt. Das ist auch cool, ja. Riesenmarkt. Was man genau mit dem macht, weiß ich noch nicht. Ich kenne mich in dem Spiel, ich habe das Spiel auch erst seit heute. Und so genau, so gut kenne ich mich da leider noch nicht. Trading Post baut man, muss man an so einem großen Fluss hier bauen und so weiter. So. Na, da wird das erste angebaut, sehr schön. Und hier, die bauen eben alles mögliche ab. Bäume und so weiter. Gott, die haben ja noch viel zu tun, ganz viel zu tun. Könnte es endlich mal aufhören zu regnen. Das ist ja schlimm hier. Zwei wirklich reichen für das Riesenfeld? Wir müssen doch hier erstmal alles anpflanzen. Ich muss ernsthaft fragen, da mache ich mir Sorgen. Okay, okay. Ich bin ja schon still. Schön, muss ich sagen. So, man kann das natürlich auch noch ein Stück beschleunigen. Das heißt, wir hier dann mal... Oh, ich sollte nicht auf die Leertaste kommen. So, dann hier Bodenkammern bauen. Eine Schule, ein Krankenhaus, ein Rathaus, eine Kirche und einen Friedhof. Nein, verschiedene Nahrungsgebäude. Wir können auch noch einen Obstgarten anbauen. Das ist, glaube ich, sogar etwas, was wir relativ bald tun werden. Hier Fischer, Hunting, also Jäger und dann halt dieser Sammler, den wir dann auf jeden Fall noch bauen werden. Zack, hier, wenn wir schnell Vorlauf gestellt haben, geht das eigentlich richtig. Oh. Ja, das ist bald voll. Wir bauen also eine ganze Menge ab, ohne dass wir so viel bauen. Das war gerade ein Scheißsatz, ganz ehrlich. Na dann bauen wir doch einen Fischer. Wir bauen hier einen Fischer. Da können wir gleich mal hier zwei Bilder für einstellen, die den Fischer bauen. Oh ja, meine Bedenken waren wirklich unbegründet. Bauen das hier wirklich komplett einmal ab. So, dann so, hier werden Unmengen an Kartoffeln gelagert sowie Feuerholz, was eben insbesondere im Winter sehr wichtig ist, damit wir weiterhin Feuerholz haben, brauchen wir einen Woodcutter. Der cuttet für uns das Wood. In anderen Worten, er verteilt das Holz in Feuerholz eben. Und davon wollen wir auch noch was. Weiter natürlich schon mal wieder ein bisschen Straßen.
die Bohnen sind 59% fertig und wir haben erst Frühsommer. Das ist schön, muss ich sagen. Das finde ich sehr schön. Ja, hier wird jetzt nach und nach das Zeug auch hingebracht von den Arbeitern. Und ja. So. Den ersten Winter zu überleben ist keine Kunst, zumindest nicht hier auf dem Schwierigkeitsgrad. Da hat man am Anfang noch genügend Zeug. Der zweite Winter ist dann eher ein Problem. Ja, der zweite auch noch nicht, wenn man sich ordentlich anstellt. Der dritte. Da bin ich dann gescheitert. Oder, naja, ich bin dann im dritten Jahr gescheitert, weil ich nicht genug Essen produziert habe. Und meine Bevölkerung für das Essen, was ich produziert habe, zu stark gewachsen ist. Kann passieren. Kann leider passieren. So, ich halte mal wieder ein bisschen auf Vorlauf. Oder mal wieder ein bisschen auf schneller. Ja, das ist voll. Das ist schön, dass das voll ist. Dann müsste mal was wegbringen. Damit die Arbeiter auch mal bauen können. So, wir bauen jetzt hier mal noch die Straße. So, damit die Arbeiter so zumindest schon mal was zu tun haben. Ah, verdammt. Ich bin gewohnt, auf irgendwas raus, aus irgendeinem müden Menü rauszugehen, dafür es geht. So, es gibt ja auch was Schönes, kann ich gleich mal ausprobieren. So, damit einfach mal die Priorität erhöhen. Ich hoffe mal, das hat jetzt irgendwas gebracht. Ja, hat es. Hat es. Hat es. Das sollte ich öfter machen. Die Priorität erhöhen. Wir haben Sommer. Und das Feld ist zu 99% fertig. Cool. 100%. Und jetzt wird geerntet. Bohnen werden geerntet. Cool. Das ist cool. Ah ja, jetzt haben wir hier unseren Woodcutter. Und dafür müssen wir einen einstellen, der jetzt Woodcutter ist. Annähernd voll. So, hier haben wir unseren. So, jetzt brauchen wir noch 4 Fischer. Die jetzt für mich, die jetzt für uns auch noch. Uns. Nicht nur für mich, sondern für uns, für unsere Gemeinschaft auch noch Fisch holen. Und das pisst, was ist das hier für ein Pisswetter? Ständig. Aber wirklich ständig. So. Dann als nächstes bauen wir mal einen. So, das nächste, was eigentlich folgen müsste, wäre ein Blacksmith. Sein Schmied. Also bauen wir doch mal einen Schmied. Ein Blacksmith. So, und den bauen wir mal hier hin. Gleich quasi in unser Dorfzentrum. Die beiden Arbeiter haben wir noch eingeteilt. Ich glaube, die Rohstoffe können da theoretisch einfach liegen bleiben und verfallen nicht. Na, ich darf nicht so viel Leertaste drücken. So, die Folge ist schon wieder fast zu Ende. Sehr schade. Ich reiß hier schon mal nochmal alle Rohstoffe ab. Und hier ein Stück. So. Wir haben zwar langsam keine Arbeiter mehr, aber es wird. Und es werden ja auch ständig mehr. Und ich
speichere jetzt mal. Ja, Wietzenborne, so heißt mein einer Spielstand und so, wo meine halbe Bevölkerung verreckt ist. Ich glaube sogar mehr als die Hälfte. Und, oh, ja, geht schnell. Und wir sehen uns zurück in der nächsten Folge von Let's Play Banished. Tschüss.